Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Torchlight 2. Wie ihr sehen könnt, ist hier mein Magier dabei gewesen, wo wir zuletzt waren und... Jawohl, wir wollten ja irgendwelche von diesen... Ups. Welchen von diesen... Na, wie nennt man das? Von diesen Nestern in die Luft jagen. Und ich habe so lange kein Torchlight mehr gespielt, dass ich schon wieder ganz vergessen habe, wo ich zuletzt war. Oh, jetzt sterbt doch endlich. Ich hasse es, wenn die Viecher noch stundenlang rumfliegen und mich dann bespucken. Na, willst du nicht auch fliegen? Nein. Und natürlich kommen jetzt noch 300 andere raus. Oh, ich habe ja solche Angst. Also. So geht das doch. Oh ja, ich mag diesen Skill. Habe ich das schon gesagt? Nö, aber dann sag ich es halt hiermit. Und naja, wisst ihr, ich habe schon etwas länger kein Torchlight mehr gebracht, aber ich dachte mir, ist kleine Auflockerung her. Na, willst du nicht noch eine halbe Stunde fliegen? Gehen. Deshalb hasse ich diese... Hm? Wissen. Ach so, ich habe gerade nicht auf meine Medikamentenanzeige geachtet. Tja, aber so bin ich halt ein bisschen blind. Junge. Ich habe wenig. Ups, jetzt bin ich tot. Ihr seid tot. Mir doch egal. Mann, 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 Mann. Ich sollte mal aufhören, stetig schnell denselben Skill zu benutzen. So. Jetzt ist der wieder dran. Ich glaube, der ist... Ich glaube, der ist besser geeignet für manche Sachen. Ja. So. Auf jeden Fall, das war schon beim letzten Mal mein Problem. Ich hatte, wie gesagt, zu wenig zwischen den Skills geschaltet. Und das ist skilllos. Ach so, man muss immer schön unterbrechen, damit man wieder neu machen kann. So. Gut jetzt. Ah, Junge, Junge, Junge. Oh ja. Ich weiß nicht wieso, aber es gefällt mir irgendwie, meine Gegner kaputt zu lasern. I'm a lazy guy. Oh, ey. Mann, Mann, Mann. Yep. Jetzt weiß ich, warum ich Kakerlak nicht mag. Zumindest in Videospielen. Die gehen mir einfach zu sehr auf den Geist. Naja, auf jeden Fall haben wir hier noch was übersehen. Nämlich, dass ich mir langsam mal neue Gesundheitstränke zulegen sollte. Ja, haha. Toll. Und da fliegt der Mistkäfer wieder. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt meine ganzen Getränke, Heiltränke, wie das so schön heißt, austrinken und vorher auf die Karte gucken. Oh nein. Junge, Junge, ist das effizient. Ja, jetzt darf ich nochmal ganz, ganz rumlatschen. Weil blöde Draht mal wieder vergessen hat, dass es da nur einen einzigen Hinweg gibt. Aber damit kann er natürlich keiner rechnen. So, jetzt geh sterben. Na also. So, jetzt aber. Ich habe nicht genug Mana. Jetzt hast du genug Mana. Bin verwundet. Naja. Jetzt gehen wir auf jeden Fall den Weg hier rum. Und das macht auch Spaß. Wenn man durch ein halbes Level latscht, nur um herausfinden zu dürfen, dass man vom Spiel getrollt wurde. Wie es so schön heißt. Ah, was ist nur... Ah, ich hasse es, wenn sie erstmal wieder eine halbe Stunde vor sich hinfliegen.
nur und dann runterzukommen und dann wieder fliegen. Wenn fliegen, fliegen und so weiter. Das kennt ihr ja schon von den letzten Folgen, was ich gesagt habe. So, jetzt erstmal das hier. Also. Fliegendes Viehzeug und kriechendes Krabbelgebrut. Ja, sag bloß. Du bist verwundet. Und da springt ein Schädel. Fliegende Viecher, springende Schädel und anderweitiges Gewürm. Naja, auf jeden Fall haben wir das denn. Haben wir jedenfalls gleich unsere Heiltränke aufgebraucht. Und die Anzahl der Gegner, wie ich hoffe. Sprecht mit den Djinn. Nö, erstmal nicht. Das ist nämlich die letzte Nebenquest, bevor es dann an die Hauptstory-Quest-Sache geht. Und ich hoffe mal, dass wir langsam endlich mal genug Stärke für die Hauptgebiete hier haben. Die wir angeblich in den letzten nicht hatten. Obwohl ja eigentlich alles gemacht wurde, was zu machen ist. Inklusive den gesichtslosen Königstypen. Tja, das war halt ein Gegner in King Size, wie das so schön heißt. Und ja, ich werde wirklich drei Kreuze machen, wenn ich hier durch bin mit der Sache. Hä? Also. Das wurde nämlich gerade von meinem... Mehr kann ich nicht tragen. Doch, du kannst mehr tragen. Und du wirst. Na, schön. Dann hauen wir erstmal ein paar Sachen weg. Blutsteinsplitter. Weg, weg, weg. So ein Käse, den sowieso kein Mensch braucht, kann weg. Aha. Natürlich müsste ich nachher mal wieder in die Stadt. Oder auch nicht. Je nachdem, wie ich die Zeit so habe. Was ist das? Weg. Den kann ich schon einsetzen? Freut mich. Auf jeden Fall. Nö. Auf jeden Fall haben wir dann hier noch ein paar Sachen, die wir eh nicht brauchen können. Mal gucken. Ich werde das hier mal nach unten packen, um... Euer Begleiter ist zu schwer beladen. Oh. Naja, was können wir brauchen? Mana-Wiederherstellung? Oder? Na, eigentlich könnte ich Blitzschaden gebrauchen. 23... Wie viel? 14? 14? 14? 22. Rein damit. Und das kommt auch rein. Tada. Jetzt haben wir endlich mal einen richtigen Zauberstab. Und nicht endlich mal irgendeinen so komischen... Euer Begleiter ist fortgegangen. Stab. Holzstock. Na los, ihr kleinen Mistblan. Na also. Sowas gefällt mir. Na los, greif schon an. Geht doch. Tja, ich bin halt ein Laseroperateur. In die... Aha, in die Brutstöcke der Skara eindringen. Stimmt, da war ja was. Naja, das habe ich ja eigentlich mal wieder vergessen gehabt, aber... Naja. Das kommt halt davon, wenn man ein paar Folgen... ein paar Tage lang kein Torchlight 2 aufnimmt, weil man anderweitig beschäftigt war. Und ich hoffe mal, man kann es mir soweit verzeihen. Ach so. Ich greife also jetzt mit meinem neuen Stab in Feuerelement an. Hat was. Sieht doch sehr stylisch aus. Brutstock. Na dann, ab geht's. Mal sehen, was sich hier als Endmobs entgegenstellt. Auf jeden Fall nichts Gutes. Und wie es da aussieht, sind die gleich zwei Brutstöcke. Oh. Yeah. Fuhindraht setzt Laserstrahl ein. Ist super effektiv. Seht ihr? Oh ja. Yeah. Jetzt schwebt langsam eine Sonnenbrille auf mein Magier herab. Und es steht like a boss. Oder auch nicht. Vielleicht wäre ich like a boss, wenn ich nicht getroffen werden würde.
Ah ja, und... Ja, mal wieder mal irgendwelche fliegenden Mistbienen, die hochspringen und mich anspucken. Sehr kreativ, nicht wahr? Mal kurz gucken, wie viel Kohle wir haben. Obwohl... Hä? Man hört richtig dieses mistfliegende Brumme hier. Na also. Und mir gehen mal wieder die Hitpoints auf. So. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie sie schlafen gehen. Na also. Da setze ich meinen Zauberstrahl ein und... Und ich darf schon wieder Gesundheit nachladen. So, jetzt aber genug hier. Uiuiui. Ich fürchte wirklich, ich muss nach dieser Folge oder während der nächsten in die Stadt. Weil ich habe langsam zu wenig Schutz wahrscheinlich. Oder meine HP-Tränke sind zu schwach. Das kann natürlich alles sein. Es kann natürlich auch ein Zusammenspiel von allem sein. Oh Junge, das ist wirklich eine Flugviecherhölle. Junge, Junge, das ist ja schrecklich hier. Wird wirklich Zeit, dass sich jemand dieser Brut annimmt. Hä? Und das Schlimmste daran ist, da, egal wie viel von dem Zeug ich nachtanke. Da. Ja, jetzt haut schon ab, Mann. 82 von großen Heiltränken habe ich inzwischen gesammelt. 82 Stück, während meine normale Ration noch gereicht hat. Also weg mit euch. Weg mit dem Gewürm. Und jetzt werden wir uns den kleinen Waschbären hier widmen. Aber vorher killen wir alles, was sich bewegt. Na denn, was verzauberst du? Verzaubermeister. Ein Allgemeinverzauberungsknecht. Hm. Auf jeden Fall. Halt. 27 Rüstung plus Körperschaden. 23 Körperschaden normal. Das ist auf jeden Fall ein Update. Und den verzauber ich jetzt mal. Wir haben 47.000. Das Glück ist mit. Toll. Stärke. Das Glück ist mit euch. Vitalität. Ja, das bringt mir wieder mehr Leben. Das Glück ist mit euch. Plus 8. Und tschüss. Das Glück ist mit euch. Ja, geht doch. Wenn ich die auch Herausforderung erfülle, Herausforderung, werde ich auf jeden Fall Glücksmünze. Hm, brauche ich nicht. Auf jeden Fall werde ich mal sehen, was sich hier noch so finden lässt. Nö. Das ist alles Müll. Und auf jeden Fall werde ich... Ich muss noch aufrüsten. Können ist auf jeden Fall keine Alternative. Ich muss aufrüsten. Wie mir das Spiel gerade immer so schön freundlich in die Visage drückt. Naja. Ein Level noch und dann halten wir das. Aufrüsten und wir sind schon wieder bei 13 Minuten. Gut. Oder auch nicht gut. Naja. Und unsere Mieze süht sich mal wieder im... auf der Erde. Was ist das? Zauberstab-Chaos. Hm. Naja, ich weiß nicht. Hm. Schockbolzen. Ach so. Hm. Das kann ich immer ausprobieren. Und hier gleich rein damit. Dann könnte ich vielleicht auch eventuell hier drauf aufrüsten. Aber wir werden es ja sehen. Wenn sich die ersten... Ach, er ist schon weg. Hä? Ach so. Ach so, ja, ich habe ja schon die Skills gesehen. Man verteilt solche Bolzen, die verteilen sich wiederum und machen dann großen Massenschaden. So, hier haben wir genug. Ach so, das ist ein sehr nützlicher Support-Zauber. Gut.
Und wisst ihr, was noch schöner wäre? Ein Zauber, mit dem ich diese nervenden Flugviecher aus dem Himmel holen könnte. Hä? Was habe ich gekillt? Steroid? Oder wie hieß der? Machen die überhaupt Schaden? Oder sind die nur zum gut aussehen? Auf jeden Fall, ich denke, dieser Spruch ist sehr gut geeignet für Verhältnisse in beengten Räumen. So, hat sich ausgerattert, du Rattlinger. Geht doch. Und auf jeden Fall werden wir hier den Rundraum erforschen. Oh, was war das denn? Da leckt schon das Spiel bei all den Viechern hier. Habe ich überhaupt gerade Schaden mit denen verursacht oder bin ich einfach nur zu blind, das zu kapieren? Kann natürlich auch sein. Oh yeah. Wie sagt ein bekannter Videospielroboter in manchen Situationen? Oh yeah. Und so geht's mir gerade. Ich habe irgendwas in die Luft gesprengt und das gefällt mir. Oh. Heieiei. Na also. Bye bye, Sandkoloss. Du kommst schon noch runter. Und dann bist du tot. So. Oh ja. Das gefällt mir alles. Ups. Das ist jetzt blöd gewesen. Das kommt davon, wenn man immer mal wieder falsch draufklickt. Und das Blut spritzt hunderte Meter nach oben. Ich hoffe mal, wenn es wirklich so ist, wie ich denke, dass es ist, dann dürften hier wieder eins dieser Roboterteile sein. Boah. Fliegt hier der ganze Raum in die Luft. Roboterleitung. Oh ja. Ich glaube, es ist wirklich so, dass man in den Dungeons, in denen man bisher war, also in diesen Spezial-Dungeons, dass man da diese Roboterteile findet. Ich habe mich leider immer noch nicht genau belesen, wie das ist, aber was soll's. So, bevor der Mistkäfer fliegt, mache ich ihn kalt. Und ja, wir schnappen uns auf jeden Fall den Brot. Ja, könnte auch was anderes. Nein. Yep. Mein Hass auf Insekten hat seinen Grund. Zumindest auf Videospielinsekten. Das heißt, wetten, gleich kommt ein dicker Hauptboss, wenn wir ihn an den Eiern packen. Also, im übertragenen Sinne. Weil ihr seht ja, was sie hier mit seiner Brut machen. Und das gefällt keinem Vieh. Wobei, Insekt oder Nicht-Insekt, das ist hier die Frage. Ja, Krustenkonstrukt. Ich bin Krusti, der krustige Clown. Steter Tropfen hüllt den Stein. Und ist er auch ein Krustenbein? So, okay, noch jetzt. Gott. Das ist besser. Das macht auf jeden Fall viel mehr Schaden als das andere. Los, du Krustenknecht. Geht doch. Wir haben eine Quest abgeschlossen. So, noch ein bisschen dramatisch posieren. Oh ja, yeah. Wir sind der Krustenkoloss-Killer. Naja, auf jeden Fall haben wir hier ein klein wenig epische Musik. Und... aha. Da tut sich auf einmal unser Fluchtweg auf. Und wo ist der Monster-Drop? Nirgends? Ach komm schon, Spiel, das kann doch nicht wahr sein. Naja, ist ja auch wurscht. Okay, ich sollte etwas mehr in die andere Richtung sagen. Ist ja auch Karotte. Naja, ihr wisst, was ich meine. Dann wollen wir auf jeden Fall zurück und diese Quest hinter uns bringen. Egal, wie lange das dauert. Naja.
Und dann werde ich... Ja, ich werde in der nächsten Folge mit dem Djinn sprechen. Ach so, das war's schon. Ja, nach Serifesh zurückkehren. Aber erstmal laufen wir hier wieder zurück. Wir haben endlich alle Skara gekillt. Zumindest alle, die so blöd waren, uns zu begegnen. Also. Auf jeden Fall gehen wir jetzt... Nein, da gehen wir nicht hin. You got to squeeze and never. You got to squeeze and never. Und das mache ich auch. Auf jeden Fall bewegen wir uns jetzt zu dem... Zum Djinn. Ich wollte schon wieder Saiyajin sagen. Verdammt nochmal, ich habe zu viel Animes in meinem Leben geguckt. Aber so ist das halt. Naja, gehen wir zu dem Typen. Und dann wollen wir jetzt... Eigentlich wollte ich gar nicht angeln. Fein. Amokfisch. Amok ist nicht gut, okay? Sowas macht man nicht, okay? Hier war ich schon, okay? Im alten Gewölbe des Chaos. Doch, müsste ich. Ja, wieder ja. Na schön. Ist das halt eine längere Folge. Aber ich denke mal, nach all der Abstinenz, die ich euch gebracht habe mit Torchlight, wollen wir uns nochmal den Typen herstellen. Okay. Mal sehen, was er zu sagen hat. Ich grüße euch, unbedeutendes Wesen. Ah ja, ich kenne diesen Rüstmeister. Er kam zu mir und wollte wissen, wie man Wächter bindet. Aber ich gab seinem Drängen nicht nach. Da wandte er sich an meinen alten Feind, den widerwärtigen Ezrael Khan, der ihn solch abscheuliche Rituale nur allzu bereitwillig lehrte. Natürlich kann Ezrael Khan nichts tun, das ich nicht rückgängig machen könnte. Na, das freut uns doch zu hören, dass du nichts machen kannst, was er nicht rückgängig machen kann. Oder umgekehrt. Der Rüstmeister und der Alchemist sind starke Gegner. Aber für jemanden wie mich sind selbst ihre vereinten Kräfte nur Schnickschnack. Ich kann mit Leichtigkeit alles rückgängig machen, was sie eurer Wächterin angetan haben. Natürlich müsstet ihr auch etwas für mich tun. Mein einzig wahrer Feind in dieser Wüste ist die Langeweile. Ich schlage euch einen Handel vor. Unterhaltet mich, indem ihr drei Aufgaben erfüllt. Falls, ich betone, falls eure Bemühungen mich gebührend amüsieren, werde ich eure Wächterin befreien. Eure erste Aufgabe. Begebt euch zur Sattva-Hochebene und holt meine Lampe der Wunder von den Tutara zurück. Ja, das werden wir tun, denn wir sind ein unbedeutendes Wesen und du kannst es nicht selber machen, weil du so ein Super Saiyajin bist. Oh, bloß weg von dem Kerl. Naja, auf jeden Fall, das ist unsere Mission. Die Wunderlampe von dem violett-gelben Typen holen. Und den bringen. Naja, wie dem auch sei. Das soll es dann erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich soweit für das Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.